Die Wege des Herrn sind unergründlich. So formuliert es Paulus in seinem Brief an die Römer. Die Ausmaße und die Bedeutung dieser Glaubensweisheit hat sich uns allen in den letzten Monaten neu entfaltet. Die Wege des Herrn sind unergründlich. Klar, die Welt ist groß und das Leben vielfältig. Das hatten wir bereits vorher verstanden. Aber dass unsere Pläne auf diese Art durchkreuzt und wir derart aus der Bahn geworfen werden, hatten wir so alle nicht gedacht. Heute stehen wir hier in einer kleinen Runde in der St. Elisabethkirche. Wir haben ein Stück Weg geschafft und schicken euch einen Gruß zum Schuljahresende. Wir blicken zurück auf diesen Weg und erkennen, manche Schwierigkeiten ließen sich auf kreative Weise beheben. Und auf manche Fragen haben wir bis heute keine zufriedenstellenden Antworten. Nicht immer verstehen wir den Weg, den wir jetzt gerade gehen sollen. Die Wege des Herrn sind eben unergründlich. Aber, und das ist unsere zweite Glaubensweisheit, wir sind nicht alleine auf diesem Weg. Wir haben eine Kanzlerin, die unsere Geschicke mit ruhiger Hand führt. Wir haben kluge und besonnene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, ein funktionierendes Gesundheitssystem, ein stabiles Wirtschafts- und Sozialsystem, ein Heer von Menschen in systemrelevanten Berufen, wir haben unsere Familie und Freunde. Vor allem aber haben wir Gott. Und das erscheint uns durchaus wesentlich, denn es sind ja seine Wege, die unergründlich sind. Wer könnte uns also besser führen? Wir haben Grund zu Dank und Klage, aber auch unsere Wünsche dürfen wir Gott mitteilen. Unsere Schülerinnen und Schüler berichten nach unserem Israel-Austausch mit unserer Partnerschule in Haifa immer begeistert von ihrem Besuch in Jerusalem, der Altstadt und der Klagemauer, die als letztes Überbleibsel des zerstörten Tempels gilt, der bis zu Jesu Zeiten der religiöse Mittelpunkt des Judentums war. Viele Menschen, und zwar nicht nur Juden, spüren, wenn sie vor dieser Mauer stehen, die Nähe Gottes ganz besonders. So stecken sie kleine Zettelchen, auch Quittelchen genannt, in die Ritzen zwischen den gigantischen Steinquadern, um damit ihre Bitten, Wünsche, ihren Dank und ihre Gebete an Gott zu richten. Auch wir haben Grund zu Dank und zur Klage. Wir benötigen jedoch keine Mauer, um unsere Gedanken an Gott zu richten. Denn in den letzten Tagen haben Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer ihre Gedanken und Wünsche an Zettelchen auf Leinen befestigt. Anstelle der Fürbitten, wie sonst im Gottesdienst üblich, möchten wir nun diese Gedanken vorlesen und auf den Weg zu Gott schicken, und sie stehen hier hinter uns. Ich will den ersten Platz auf meiner Meisterschaft gewinnen. Ich will glücklich an meiner neuen Schule werden. Ich wünsche mir, dass die jetzigen Corona-Regeln noch weiter bestehen. Ich bitte um starke Freundschaften, liebevolle Familien und genug Selbstliebe, trotz Abstandregeln und den Herausforderungen unserer Zeit. Ich wünsche mir, dass wir uns im nächsten Schuljahr gesund wiedersehen. Ich wünsche mir, dass ich bald wieder meine Hobbys ausleben kann. Ich wünsche mir, dass die Bemühungen der Menschen Wirkung zeigen. Ich wünsche mir, dass die Schülerinnen und Schüler trotz stinkender Desinfektionsmittel die Hände desinfizieren, die Tische in den Klassen mit dem Mindestabstand so stehen bleiben und dass die 1,5 Meter Abstand auch sonst eingehalten werden, denn wir alle wollen gesund durch diese Pandemie kommen. Ich danke alle Lehrerinnen und Lehrer, dem Hausmeister und den Sekretärinnen, dass sie so tapfer in der Pandemie durchhalten. Ich wünsche mir wieder mehr Zeit mit meinen Freunden. Lieber Gott, du hast uns die Erde gegeben, damit wir sie nutzen, gut auf ihr leben können, sie aber auch schützen und bewahren. Die Corona-Epidemie hat uns gezeigt, dass wir nicht allmächtig sind. Lass uns in Zukunft mit uns selbst, mit unseren Mitmenschen und unseren Mitgeschöpfen und mit deiner gesamten Schöpfung achtsamer und respektvoller umgehen. All unsere Wünsche und Bitten fassen wir in dem Gebet zusammen, das du uns gelehrt hast. Möge er uns auf rechte Straße führen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Schulgemeinde, die Sommerferien stehen wieder kurz bevor und wie in jedem Jahr haben wir uns hier in der St. Elisabethkirche getroffen, um auf das Schuljahr zurückzublicken und Danke zu sagen. In diesem Jahr allerdings nur als Videobotschaft. Dieses Schuljahr war sicherlich überschattet von der anhaltenden Corona-Pandemie und allen Einschränkungen, die wir im persönlichen Umfeld, aber auch insbesondere in der Schule erfahren mussten. Aus einer anfänglichen Freude, dass der Schul- und Unterrichtsbetrieb vorübergehend ausgesetzt wird, wurde Frust und Trauer, dass wir unsere Freunde und Klassenkameraden nicht mehr sehen. Der Wunsch nach einem geregelten Tagesablauf mit Lernen in der Schule, Freizeit und Ausüben der Hobbys war unüberhörbar und konnte zumindest Ende April teilweise wieder umgesetzt werden. Am Ende haben sich alle an den eigentlich unnormalen Zustand gewöhnt, dass es einen Wechsel aus Präsenzunterricht und Homeschooling gibt, wie das im nächsten Schuljahr mit der Neuaufnahme des Regelbetriebs weitergehen wird, muss sich zunächst noch zeigen. Wir hoffen aber alle sehr, dass das ein nächster Schritt auf dem Weg zur alten Normalität wird. Das hängt auch sicherlich von unserem persönlichen Verhalten im Umgang miteinander und untereinander dem Nächsten gegenüber in den nächsten 6 Wochen ab. Daher mein Appell, halten wir uns alle an die Regelungen, an die allgemeinen Vorschriften, insbesondere an die Hygiene- und Abstandsregelung. Wir hoffen, dass sich die Pandemie in Wiesbaden, aber auch darüber hinaus in Deutschland und weltweit legen wird und dass wir schnell zur Normalität wieder zurückkehren werden. Uns ist aber bereits heute klar, dass viele Veränderungen im Zuge der Pandemie nicht rückgängig gemacht werden. Das Unterrichten und Lernen wird zum Beispiel neu definiert und neu organisiert. Damit beschäftigen wir uns in der Leibnizschule bereits heute und wir sehen das als Auftrag auch für die nächsten Monate. Am Ende dieses Schuljahres können wir aber auch sicherlich auf viele schöne Ereignisse zurückblicken, für die wir heute Danke sagen können. Für persönliche Erfolge und Leistungen, für Gesundheit und ein gesichertes Auskommen, für Freunde und für alle Menschen, die uns Vertrauen und Sicherheit geben, für das gemeinsame Lachen und Freuen, für ein Aufstehen und Weitergehen, nachdem wir zuvor gestürzt oder gefallen sind. Und für alle, die uns mit ihrem Können und Wissen geholfen, unterstützt und begleitet haben. Hoffentlich bleibt uns auch im nächsten Schuljahr der positive und optimistische Blick nach vorne erhalten. Ein Blick, der über dunkle Wolken hinweggeht und in die Sonne am Horizont führt. Freuen wir uns zunächst heute auf dem Weg in die Ferien. Möge uns der Weg in 6 Wochen wieder sicher und voller Tatendrang zurück in die Schule führen. Dafür wollen wir uns nun segnen lassen und in die schützende Hand unseres Gottes begeben. Gott sei vor dir, um dich auf den rechten Weg zu führen. Gott sei neben dir, um dich in seine Arme zu schließen. Gott sei hinter dir, um dich zu bewahren vor der Heimtücke böser Menschen. Gott sei unter dir, um dich aufzufangen, wenn du fällst, und dich aus der Schlinge zu ziehen. Gott sei in dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist. Gott sei um dich herum, um dich zu verteidigen, wenn andere über dich herfallen. Gott sei über dir, um dich zu segnen. So segne dich der gütige Gott. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir wünschen euch schöne Ferien. Bleibt alle gesund.